Hallo meine Lieben, ja, ich bin zurück aus Koblenz bzw. aus Wiesbaden und ich habe heute ein Swap-Video für euch. Und zwar habe ich natürlich auf der Onstage Swaps getauscht und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich zeige euch gerade erstmal meine Swaps, die ich getauscht habe. So sahen die aus. Also einmal habe ich hier so ein kleines Schächtelchen, wo dann eine kleine Süßigkeit drin war. So sahen meine Swaps aus. Also das waren die Swaps, die ich so getauscht habe mit allen. Und so sahen meine Team-Swaps aus. Und zwar ist hier auch so eine kleine Verpackung drin und innen drin habe ich ein kleines Schokoladenschäfchen. Ja, und hier oben noch so einen kleinen Spruch dran gemacht. Ja, also einen ganz einfachen Swap. Zu diesen beiden Sachen wird es noch mal ein extra Video geben, in dem ich euch zeigen werde, wie ich die gemacht habe. Die waren auch gar nicht so schwierig. Ja, ich hatte von diesen hier 30 Stück gemacht und ich habe leider nicht alle vertauscht. Ich habe einfach zu spät angefangen. Es war ja meine erste Onstage und ich dachte, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo alle anfangen zu swappen. Ich habe zwar dann schon gesehen, dass die in den Reihen, als wir reingegangen sind und gewartet haben quasi, dass wir rein können, da haben die Leute schon angefangen zu tauschen. Da habe ich auch schon etwas getauscht, weil mich jemand angesprochen hatte. Aber ja, ich hatte halt, wie gesagt, gewartet und dann war es zu spät und ich hatte dann auf dem Nachhauseweg hatte ich noch ein paar Swaps verschenkt und habe dann aber nichts mehr zurückbekommen. Das war einfach jetzt meine Schuld. Fürs nächste Mal weiß ich, Swaps immer früh genug anfangen zu tauschen. Ich fange an mit dem Team Swap von der lieben Sonja und zwar ist das meine Teamleitung. Und sie hat uns hier so ein großes Glas gemacht mit Süßkrams drin. Ja, da wird sich mein Mann drüber freuen, weil das ist sehr wahrscheinlich Gelatine und ihr wisst ja. Aber das Glas ist sehr, sehr schön und das kann man auf jeden Fall auch mal weiter verschenken. Finde ich super schön. Und dann hat sie noch so ein kleines Dankeschön gemacht. Und da habe ich auch noch gar nicht hineingesehen. Oh ja, da sind sehr schöne Sachen drin. Schaut mal. Hier so ein Schlüsselanhänger. Ja, sehr schön. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, das kommt dann wieder an die Seite. Ja, also ich werde versuchen, unten in die Infobox ein paar Links reinzuschreiben. Das wird mir wahrscheinlich nicht von allen gelingen, aber ich werde mich bemühen. So, dann hatten viele wirklich riesengroße Team-Swaps gemacht. Ich persönlich hatte ja nur so einen kleinen und ja, manche haben halt so wirklich große gemacht. Und ich schaue gerade mal, ob hier irgendwo. Okay, also hier haben wir zwei Teelichter. Wir haben eine Gesichtscreme, wir haben noch zwei Teebeutel und zwei leckere Schokis von Lindt. Hier drunter ist auch noch was. Augenbalsam. Ah ja, okay, hier sind mehrere solche Cremes drin. Schöne Idee. Und hier haben wir noch eine Karte. 15 Minuten für dich Anleitung. Tee zubereiten, Kerze anzünden, Gesicht, was? Geschichte lesen, Tee und Schokolade genießen. Das ist eine richtig, richtig tolle Idee. Und ich schau mal, das war von der Andrea Kufner. Und hat sie irgendwo hier etwas geschrieben von einem Kanal oder so? Ich guck mal. Nein, unabhängige Stampin' Up Demonstratoren. Und hier ist zwar eine E-Mail-Adresse, aber es ist kein Link oder so dabei zu einem Blog oder irgendwas ähnlichem. Okay. So, das mache ich mal wieder hier rein wegen der Adresse. Ja, und hier ist eine schöne Geschichte drin. Die werde ich euch jetzt nicht vorlesen. Die werde ich mir aber die Tage selbst mal anschauen. Ja, eine sehr, sehr schöne Idee. Ein toller Swap. Hat sie sich unheimlich viel Mühe gegeben. So, na, da klemmt's. So.
Als nächstes habe ich hier von Stempelbund Birgit Seidler, genau. Also Stempelbund, sie hat auf jeden Fall hier eine Internetadresse angegeben, die ich dann natürlich auch verlinken werde. Und hier haben wir, oh ja, eine super schöne Schokolade drin. Die sieht wirklich sehr lecker aus. Mini-Schokogenuss. So sieht das auch aus mit Joghurt und Waldfrucht. Sehr lecker. Ja, und hier auch so eine große Verpackung und auch wunderschön gemacht. Auch hier mit den Blättern. Super, super schön. Ja, also manche haben da echt lange dran gesessen an den Team Swaps. So, hier habe ich eins und das ist von Annette Gerska. Und sie hat hier so ein tolles Osterkörbchen gemacht und hat hier zwei ausgepustete und bemalte Eier reingemacht. Ja, und da hat sie bestimmt auch eine ganze Ecke dran gesessen, bis sie die alle bemalt hatte. Also ich kann das nicht so gut mit dem Auspusten. Ja, und auch das Körbchen ist wirklich eine ganz süße Idee, hier mit so Blümchenbretts verschlossen. Ja, sie sagte auch noch, sie könnte das nicht so gut. Ich finde das überhaupt nicht. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schön, was sie hier gemacht hat. Okay, womit mache ich weiter? Als nächstes habe ich hier so eine große Tüte und hier hat jemand ein Heftchen genommen. Oder hier sind sogar, glaube ich, zwei Hefte drin, wenn ich das richtig sehe. Und dann jeden Tag eine kreative Tat. Und dann hat man so ein Notizheft, wo man sich Ideen oder so aufschreiben kann und noch einen Stift dazu. Und das Ganze ist von Paper Stamps and More. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja, sie hat auch eine Internetadresse angegeben, die werde ich auf jeden Fall unten verlinken. So, wo mache ich weiter? Ich mache hier weiter. Und hier sehe ich leider hinten drauf jetzt kein... Oh, hier ist ein Labello drin und ein bisschen Leckerli. Und da unten ist doch etwas drin. Okay, und zwar ist das diese Internetadresse. Und die werde ich einfach unten alle verlinken. Deswegen zeige ich die jetzt auch nicht so lange. Und ich möchte natürlich auch die Adressen nicht zeigen. Deswegen halte ich das immer zu. Ja, und sie hat hier so eine süße kleine Box gemacht mit Dankeschön und ein Blümchen noch dran, so ein Glitzersteinchen. Ja, sehr schöne Idee. Als nächstes habe ich hier einen selbstgemachten Bilderrahmen. Jede Geste der Freundlichkeit verändert die Welt. Ihr wisst, dass ich diesen Spruch wirklich, wirklich liebe. Ich habe dieses Stempelset ja auch. Und ich schaue mal drauf. Und hier ist keine Adresse drauf und aber auch leider keine Internetadresse, wo man sie eventuell finden kann, sondern nur der Name Christina W. Ja, sehr schön. Auch mit dem Marienkäferchen. Und hier habe ich so eine süße kleine Box. Und genau, hier hatte ich mir den Namen mit drauf geschrieben, weil nämlich auch kein Kärtchen dabei war. Und hier ist auch so ein kleines Leckerli drin, eine Schoki und ein bisschen Gummibärchen. Ja, und auch das eine süße kleine Idee. Gut, als nächstes mache ich mal diese große Box hier auf. Ich schaue mal gerade, kann man die denn aufmachen? Ich glaube, da sitzt der Deckel nur ein bisschen stramm drauf. Ich versuche es mal rauszuschütteln. Ja, das wird irgendwie nichts. So, bist du nicht willig, brauche ich Gewalt. So, ich weiß nicht, ob das hier irgendwo verklebt ist. Ich glaube, es ist verklebt. So, und hier ist eine große... Ich mache jetzt hier einfach mal... Ich muss das jetzt leider ein bisschen zerstören, sonst kriege ich die Box nicht auf. Hier ist eine große Milka-Schokolade drin mit Kuhflecken. Und leider habe ich auch hier keinen Namen oder einen Link... Oder etwas, aber es ist auch eine sehr schöne Idee. Ich lege das jetzt einmal so zur Seite. Ja, als nächstes, das hat mir wirklich gut gefallen, hat jemand sich wirklich viel Mühe gegeben und hier so ein Notizheftchen gemacht und dann eben ein selbstgemachtes Cover dazu.
Ja, finde ich eine super Idee. Und auch hier muss ich jetzt mal gucken. Mit Liebe, handgemacht. Und hier ist leider auch die Adresse drauf. Deswegen zeige ich es jetzt von hier einmal nicht. Aber ich werde auch hier die Internetadresse auf jeden Fall unten verlinken. Ja, auch eine sehr schöne Idee. Als nächstes handgefertigt von kreativschätze.de. Da bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das ein Team-Swap war oder nicht. Ich habe nämlich leider die normalen Swaps und die Team-Swaps in eine Tasche getan. Und irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, ob das ein Team-Swap war oder ein normal getauschter. Hab gerade an dich gedacht. Und ja, die Internetadresse habe ich ja gerade schon gesagt. Das war auf jeden Fall hier ein Team-Swap. Und ich schaue mal, jawohl, hier ist auch eine Internetadresse drin, die ich verlinken werde. Und sie hat hier so ein Osterhäschen und ein Osterei gemacht. Mit so einem schönen Verschluss, just for you. Und ja, das erinnert mich ein bisschen an meinen eigenen Team-Swap. Genau, ja, auch sehr, sehr süß gemacht, auch mit den Häschen. Also sie hat dasselbe Stempelset verwendet, was ich verwendet habe. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich nehme an, es ist Seife. Ja, es riecht auch nach Seife. Also hier hat sie auf jeden Fall zwei Seifen gegossen. Ja, auch sehr, sehr süß. Gut, und meinen letzten Team-Swap, den ich getauscht habe. Hier ist ein Name dabei, aber leider keine Internetadresse für dich. Und sie hat hier eine Nagelfeile eingepackt und sie hatte verschiedene mit verschiedenen Farben und dann eben auch mit verschiedenen Früchten im Hintergrund. Also auch eine ganz, ganz süße Idee, mal so eine Nagelfeile zu verschenken. Ja, wie gesagt, leider keine Internetadresse. Deswegen kann ich euch leider nichts verlinken. Okay, dann komme ich mal zu den normalen Swaps, die ich dann noch getauscht habe. Ja, und ich fange an mit Papiertante NF Sandra Schulze. Das ist meine Teamleitung. Und von ihr habe ich diesen Swap hier. Und hier sind ein paar Gummibärchen drin. Norddeutsche Deichköttel. Oh ja. Deichschafköttel, okay. Ja, sehr süß. Sie verlinke ich natürlich auch unten. Ja, und das ist auch eine ganz süße Idee. Sie kommt ja auch von der Küste, deswegen passt das dann auch ganz süß. Okay, dann schaue ich mal weiter. Hier habe ich einen Swap. Den habe ich direkt schon am Anfang in der Reihe getauscht. Und hier ist so eine schöne Schwuki drin. Ein Dankeschön. Und das ist so ein Anhänger, den man so an eine Flasche dranhängen kann. Ich weiß gar nicht, das hier wird, glaube ich, ein bisschen groß sein, aber ja, doch, passt sogar fast. Ja, das kann man dann irgendwo an eine Flasche noch mit dranhängen. Auch eine süße Geschenkidee. So. Und auch hier hinten habe ich eine Internetadresse, die ich natürlich auch wieder unten verlinken werde. So. Als nächstes habe ich diesen süßen kleinen Kerl hier und hier ist ein Schmetterling drin, der ist festgeklebt, da muss ich mal gucken, ob ich den rauskriege. Und hier steht mit Herz gemacht, dieses Stempelset habe ich übrigens auch. Und auch hier ist eine Internetadresse, die ich euch natürlich verlinken werde. So, ja, ich zeige es nochmal. Sie hat hier mit dem Stampin' Up, ach, wie heißt es denn? Muss ich wieder selber nachgucken. Ja, mit der Paste hier hat sie gearbeitet, mit der Embossing-Paste. Und hat der schön noch mit Glitzer gearbeitet, ein paar Stanzteile ausgestanzt und dann, ja, so eine süße kleine Verpackung. Auch hier habe ich eine Internetadresse hinten drauf, die ich euch verlinke. Es geht weiter mit dieser süßen Kleinigkeit. Und da schaue ich auch mal rein. Hier ist auch eine Karte dabei. Geschenk für dich. Mal schauen, was hier drin ist. Ach, das ist ja süß. Hier sind so kleine Sticky Notes drin. Ja. So, oder sind das Streichhölzer?
Nee, es sind so, ach, das sind Feilen. Das ist ja cool. Das sind so kleine Nagelfeilen. Ja, einfach so Holzstäbchen wie von Streichhölzern und dann eben so, dass man die Fingernägel mitfeilen kann. Ja, eine ganz süße Idee. Von mir für dich. Und dann kann man die einfach hier drin verschwinden lassen. Und hier hat sie, glaube ich, hat sie einen Magneten benutzt. Ich weiß es nicht. Also das hier oben ist auf jeden Fall so schwer. Ja, da sind Magneten drunter, wenn ich das richtig sehe. Genau, und hier oben hat sie noch so einen süßen Engel dran gehängt. Sehr, sehr schön. Und auch hier habe ich eine Internetadresse, die ich euch auf jeden Fall verlinke. Okay, ja, hier habe ich wieder eine Kleinigkeit. Leider weiß ich nicht von wem. Oh, doch, hier hinten steht es drauf. www.kreativstempel.com. Und hier hat sie so eine süße kleine Schachtel gemacht und hier sind ein paar Tic-Tacs drin. Ja, auch eine ganz süße Idee und bestimmt auch schnell gemacht. Hier haben wir ein kleines Hallo. Auch hier habe ich leider nichts dran. Ich schaue mal, vielleicht ist ja was drin. Ich muss es leider kaputt machen, oder? Kriege ich es irgendwie anders auf? Nein, keine Öffnung da. Ich muss es leider kaputt machen. Ja, ist ja ein bisschen schade. Aber ich möchte natürlich auch wissen, was drin ist. Und hier ist eine Schoki drin. Und innen drin ist tatsächlich auch eine Adresse und auch eine Internetadresse, die ich euch verlinken werde. So, das gehört dazu, die kleine Banderole. So, dann habe ich einen Swap, den habe ich zweimal getauscht. Wahrscheinlich irgendwann zum Ende hin, irgendwann hat man auch, da sind wirklich tausende von Gesichtern und irgendwann hat man die nicht mehr alle im Kopf. Und da habe ich dann zweimal getauscht, aber ist ja auch nicht schlimm, weil es sind ja auch zwei verschiedene. Ich ziehe das hier einmal so aus und halte hier einmal zu. Nikis Stempelclub. Und ja, da hat sie hier noch so ein Einhorn gemacht. Ja, sehr süß. So, einmal wieder hineinschieben. Und hier wird das ganz genauso sein. Jawohl. Und hier hat sie ein Thanks und beste Wünsche in der Mitte. Also sie hat da immer verschiedene gemacht. Ja, finde ich auch eine ganz süße Idee. Diese Double Slider Karten mag ich auch sehr gerne. Und ja, auch mit den bestempelten. Also diese hier gefällt mir persönlich am besten. Aber das ist ja auch Geschmackssache. So, und wie gesagt, da war, ich schaue nochmal nach auf der Karte. Jawohl, hier ist auch eine Blogadresse, die ich natürlich auch verlinke. So, als nächstes habe ich hier so ein zauberhaftes Schächtelchen. Und hier in der Mitte wurde mit Schrumpffolie gearbeitet. Und da ist so ein kleiner Anhänger drin, so ein Herzchen, was da so hin und her baumelt. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag und das finde ich auch sehr passend zur One Stage. Jetzt gucke ich nochmal. Jawohl, hier unten ist ein Name drauf, aber hier ist leider keine Internetadresse. So, ja, wir kommen schon dem Ende zu. Ich habe noch zwei. Ich habe noch einmal diesen Swap und bei dem bin ich mir leider nicht mehr sicher, ob es ein Team-Swap war oder ob es ein normaler Swap war. Und hier wurde auch wieder mit Schrumpffolie gearbeitet. Ich glaube, das hat sie bestempelt mit demselben Stempel, der hier ist. So sieht es für mich zumindest aus. Und dann dieses tolle Papier für dich. Und hier hinten ist auch eine Karte drin und die kann ich auch so zeigen, weil hier ist nämlich keine Adresse drauf. Aber ich werde das natürlich auch wieder verlinken. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin versteckt. Also hier oben haben wir schon mal eine schöne Öffnung. Und dann haben wir hier, ups, so. Da war jetzt doch die Adresse. Da muss ich noch mal kurz was rausschneiden. So, also, dann haben wir hier diese süße Verpackung und hier drin ein Schaumbad mit Zitronenduft. Ja, für mich super. Ihr wisst ja, dass ich das liebe. Und hier haben wir dann auch ihre Visitenkarte und die werde ich natürlich verlinken.
dass ihr da auch auf den Seiten mal vorbeischauen könnt. Ja, wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, ob das ein Team-Swap war oder ob es ein normaler Swap ist. Und dann habe ich hier noch etwas, und zwar so eine kleine Karte mit Danke. Und ich schau mal hier drin. Jawohl. Auch hier ist ein Zettelchen mit drin, von wem es war. Und auch hier ist eine, jetzt muss ich gerade gucken, das ist eine E-Mail-Adresse. Dahinter ist noch ein Zettel. Jawohl, da ist ein Blog oder irgendetwas. Und das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Finde ich auch eine ganz süße Idee. So ein Umschlag, der ist aber, glaube ich, aus, also das ist, glaube ich, von einem Set, von einem fertigen Kartenset, was man kaufen kann bei Stampin' Up. Und dann eben die passende Karte dazu und dann einfach nur so reingeschoben und eben gar nicht dann zum, also gar nicht zugeklebt, sondern einfach nur hier reingesteckt und man sieht es schon und man kann dann selbst nochmal beschreiben. Ja, sehr schön. Eine ganz süße Idee auch hier, das mit dem Gold gefällt mir sehr gut. Und ihr seht vielleicht die Karte, die glitzert auch so schön. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt in der Kamera. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Ich habe von irgendeinem Swap, wo keine Karte jetzt dabei war, habe ich hier noch eine Karte gefunden. Die lag hier einzeln drin. Ich weiß leider nicht, wozu sie gehört. Ich werde aber natürlich trotzdem die Adresse unten verlinken, weil von irgendwem habe ich es ja. Und es waren ja auch ein paar Swaps dabei, wo jetzt eben kein Stempel oder irgendwas dabei war. Und das wird dann von ihr gewesen sein. Ich kann es nur leider nicht mehr zuordnen. Okay, ich schaue noch ganz kurz einmal rein. Aber ich denke, genau, das waren alle Swaps, die ich getauscht habe. Wie gesagt, ich habe nicht ganz so viele Swaps getauscht. Und das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall besser machen. Ja, ihr Lieben, das war schon mein Video von den Tauschswaps. Wie gesagt, es wird ein anderes Video geben, wo ich euch zeige, wie ich meine Swaps gemacht habe. Bei dem wisst ihr es wahrscheinlich schon, weil es wirklich ganz, ganz easy ist. Und dieses hier war auch nicht sehr schwer. Und ja, da wird es noch ein kurzes Video geben, wo ich euch die beiden Sachen zeige. Ja, auf der Onstage haben wir natürlich viele, viele Sachen erlebt, viele tolle neue Produkte gesehen, die ich euch natürlich noch nicht verraten darf. Genau wie ich euch den Katalog noch nicht zeigen darf. Aber wenn es soweit ist, wird natürlich auch dazu ein Video kommen, in dem ich euch zeigen werde, ein paar Sachen von der Onstage, die ich dort gefilmt habe. Ich muss allerdings dazu sagen, ich war sehr kaputt und habe nicht viel gefilmt. Ich will aber auch jetzt gar nicht zu viel davon erzählen, einfach nur das, was euch erwartet. Also ein Video, wo ich ein bisschen was von der Onstage direkt zeige und in dem wird es auch die Sachen geben, die ich bekommen habe auf der Onstage, also die Produkte, Katalog, sobald ich das darf. Da muss ich noch mal schauen, weil den Katalog darf man wirklich erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also das Cover vorne dürfte ich euch zeigen, aber halt den Inhalt nicht. Und deswegen wird das Video dann später kommen. Ich weiß nicht, ob ich ein Video machen werde, wo ich euch den Katalog zeige, weil das sehr, sehr viele machen. Und wer da Interesse hat, der darf sich dann gerne an mich wenden. Und dann verlinke ich euch jemanden, wo ihr dann den Katalog sehen könnt. Die machen die Videos toll und warum soll ich das dann noch doppelt machen? Wenn ihr es euch aber unbedingt wünscht, werde ich es natürlich machen. Und ja, jetzt überlege ich gerade, gibt es noch etwas? Was euch noch erwarten wird, ist natürlich ein Action Haul. Ich war ja in Koblenz und habe Christina besucht und ja, da haben wir natürlich geshoppt und dazu wird es auch noch ein Video geben. Ja, ihr Lieben, das war es dann aber erstmal von mir soweit. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.